Wir schreiben den 30.06.2014. Das bedeutet, dass morgen der 1. Juli ist. Und der 1. Juli ist der Tag, an dem vor 10 Jahren Dirk Zingler zum Präsidenten des 1. FC Union Berlin bestimmt worden ist. Und genau deshalb haben wir ihn uns eingeladen hier auf den Platz vor der Haupttribüne. Dirk, schön, dass du Zeit hast für uns. Sehr gerne. Dirk, 10-jähriges Jubiläum. Hast du das auf dem Schirm gehabt eigentlich? Ja, ich bin nicht so ein Jubiläumsmensch. Klar weiß ich, dass meine Amtszeit immer am 1.7. neu beginnt. Also wusste ich auch, dass morgen die 10 Jahre rum sind. Freue ich mich auch. Es ist ein schöner Tag. 10 Jahre für den Verein gearbeitet zu haben, bedeutet mir persönlich sehr viel. Ich hätte vor 10 Jahren, 2004, nicht dran gedacht, dass es mal 10 Jahre wären, aber sie sind es geworden und darüber freue ich mich. Erinnerst du dich an den Tag noch, an den 1.7.2004, wie dir das passiert ist eigentlich? Na, passiert ist es mir so, dass ich bin damals im Mai 2004 in den Aufsichtsrat gewählt worden, war zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden von unter Antonio Hurtado. Antonio war damals Vorsitzender des Aufsichtsrates, wie gesagt, gewählt worden auf der Mitgliederversammlung im Mai, im Fez, glaube ich, war das. Klar war eine der ersten Aufgaben für den neuen Aufsichtsrat, sich mit der Besetzung des neuen Präsidiums zu beschäftigen. Damals war Jürgen Schaborowski und Herr Gesetti im Wesentlichen im Präsidium. Wir waren uns einig, dass das aufgrund der Entfernung auch von Jürgen Schaborowski nach Berlin, nach Köpenick, nichts für die Dauer war. Haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wer soll denn neuer Präsident werden? Und ganz spontan plötzlich sagte Antonio, ja Dirk, warum machst du es nicht? Und ich war darauf gar nicht so vorbereitet, weil ich war damals auch Vorsitzender des Wirtschaftsrates. Ich habe ja mit 7, 8 anderen Unternehmern, Sponsoren 2003, 2004 den Wirtschaftsrat gegründet. Fühlte mich da auch wohl, hatte dort einiges vor, wollte, wie gesagt, eine starke wirtschaftliche Säule für den Verein aufbauen, auch dass die Sponsoren ein bisschen Stimme bekommen im Verein. Und musste erstmal drüber nachdenken, ob das eigentlich das ist, was ich will. Und ich hatte eine Menge Respekt vor dieser Aufgabe, weil ich dachte, ja, Unionpräsidentin muss doch irgendein ehemaliger Fußballer sein, jemand, der Ahnung von Sport hat oder jemand, der aus dem Fußball kommt. Und deshalb konnte ich es mir am Anfang gar nicht so richtig vorstellen. Wir haben dann einige Gespräche geführt, habe natürlich auch mit meiner Familie damals gesprochen, mit anderen Menschen gesprochen, die mir wichtig waren, auch aus dem Union-Umfeld. Und habe mich dann bereit erklärt. Und ich glaube, die Bestellung an sich ist dann auf einer Aufsichtsratssitzung im Abacus Tierpark Hotel erfolgt, mit anschließendem Essen. Und ich glaube, wir hatten dann, glaube ich, sogar eine Präsentation des Kaders 2004. Also in diesem Rahmen ist es dann bekannt gegeben worden. Was hast du vorgefunden hier bei Amtsantritt? Ja, einen sehr durcheinander geratenen Verein, will ich vielleicht mal so bezeichnen. Wir haben mit einer unheimlich hohen Kraftanstrengung die Lizenz überhaupt erhalten damals für die 3. Liga. Wir waren abgestiegen aus der 2. Liga, haben Bluten für Union hinter uns gehabt, wo wir uns als Wirtschaftsrat damals auch sehr engagiert haben. Kann mich noch an ein Abschlusskonzert von City hier erinnern, an meine Telefonate mit Michael Kölmel, wo wir dann ja, die Sponsoren und Michael Kölmel im Grunde genommen die Lücke geschlossen haben am letzten Tag. Waren also alle erstmal froh, überhaupt die Lizenz bekommen zu haben. Aber wir haben gemerkt, dass der Verein aufgewühlt war, weil die Monate Auseinandersetzung, altes Präsidium, Aufsichtsrat mit Rado und Bertram hat den Verein schon ein bisschen im Mark erschüttert. Und für mich war es dann ganz wichtig, Vertrauen wieder zu erarbeiten, die Mitarbeiter auch wieder zu motivieren, wieder einen Neuanfang zu bekommen. Und klar war mir von Anfang an, dass das nur geht, wenn man selbst vorlebt, wenn man selbst präsent ist, wenn man nie etwas fordert, was man selbst bereit ist zu geben. Und habe dann auch versucht, Menschen zu integrieren in die Geschäftsstelle und auch in den Verein, in die Vereinsgremien, die genau nach diesem Motto eigentlich auch bereit waren zu arbeiten für den Verein. Also nie zu fragen, das ist ja eigentlich der Spruch, den viele kennen sollten, nie zu fragen, was der Verein für einen leisten kann, sondern
immer nur zu fragen, was du selbst für den Verein leisten kannst. Und das ist auch mein Motto heute noch. Wenn es dann so losgeht, ja, dass man sich mit allergrößter Mühe diese Lizenz holt und dann trotzdem sofort absteigt, obwohl es am Anfang eigentlich nicht schlecht losging, mit jungen Leuten, einem damals jungen Trainer, der heute die Fußballlehrer ausbildet beim Deutschen Fußballbund. Und am Ende steht ein erneuter Abstieg, wo man ja eigentlich auch sagen könnte, oh Gott, dafür haben wir das jetzt alles, haben wir uns gestreckt bis ans Ende unserer Möglichkeiten. Gab es eigentlich da mal den Gedanken zu sagen, nee, das sollen andere machen, das tue ich mir nicht an? Ja, das war eine total bittere Erkenntnis, als wir schon eigentlich zum Winter hin im Herbst feststellten, dass die Mannschaft, die wir damals hatten, nicht die Mentalität besaß und am Ende auch nicht die Qualität besaß, die Klasse zu erhalten. Wir haben damals viel probiert, auch viel aus Unerfahrenheit, haben uns viel von außen auch reinreden lassen und haben gute Ratschläge von außen angenommen. Haben dann, glaube ich, 2, 3, 4 Trainerwechsel vorgenommen in dieser einen Saison und eigentlich festgestellt, dass das alles gar nichts bringt, weil du veränderst nichts. Du kannst vielleicht mal einen ganz kurzen Impuls setzen. Und das war eine bittere Erkenntnis, aber es war auch eine sehr lehrreiche Zeit für uns, insbesondere für mich. Aber ich spürte damals schon, dass alles noch enger zusammenrückte. Wir mussten damals auch schwere Entscheidungen treffen. Viele Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle sind dann mehr oder weniger ins Ehrenamt übergegangen, haben ehrenamtlich für den Verein weitergearbeitet, haben gesagt, nein, wir verzichten auf Gehalt, aber wir wollen trotzdem weiterarbeiten. Wir haben Einschnitte in der Jugend nach vornehmen müssen. Aber für uns war eben klar, dass nur wenn wir alle Mittel, die wir haben, auf die Lokomotive unseres Vereins konzentrieren, also die erste Männermannschaft, nur dann haben wir die Chance, dass es wieder besser werden wird. Und das ist Gott sei Dank aufgegangen. Und diese Oberliga-Zeit fing ja auch gut an. Wir haben dann Daniel Texera verpflichtet. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es waren 3000 Leute zum Trainingsauftakt da. Alle waren happy, alle waren glücklich, dass Texas wieder da war. Erstes Spiel gegen BRK, glaube ich, waren über 6000 Zuschauer da. Und das zeigte mir damals schon, dass Union lebt, dass Union immer leben wird. Wenn du ehrlich mit den Menschen umgehst und ihnen rein Wein einschenkst und ihnen sagst, wie es um den Verein steht, dann wird auch zusammengerückt. Und dann kam der 21.08., das war auch relativ früh in der Saison, also so fing die Oberliga an. Und am Ende muss ich sagen, sie hat viel Spaß gemacht. Wir hatten Auswärtsspiele, da waren wir zum Kaffee wieder zu Hause, das war total in Ordnung. Also, Tour über die Dörfer. Ja, das war richtig, richtig gut. Und wir haben auch viele Sympathien gesammelt in Brandenburg und in Berlin in diesem Jahr. Heute können wir glücklicherweise so darüber reden. Es war nur ein Jahr und wir haben dann am Ende zwischendurch mal ein bisschen gewackelt, aber am Ende dann doch den Wiederaufstieg geschafft. Und somit ist es eine sehr lehrreiche, aber zurückblickend auch eine sehr lustige Erfahrung gewesen, dieses eine Jahr in der Oberliga. Wenn man mal auf die sportliche Entwicklung seitdem guckt, dann hilft vielleicht der Vergleich. Damals waren wir mit der ersten Mannschaft in der Oberliga. Heute spielt unsere zweite Mannschaft eine Klasse höher in der Regionalliga. Und wir seit Jahren jetzt in der zweiten Bundesliga. Sagt eigentlich alles, oder? Ja. Wenn man es so betrachtet, drückt das unheimlich viel aus und vielleicht ist es manchmal auch hilfreich, diese Betrachtung mal anzustellen, weil wir hatten damals Probleme, wir haben heute Probleme. Du wirst immer, wenn du einen Verein führst, der sich in der Öffentlichkeit bewegt, der das Herz von tausenden Menschen erobert hat und die Menschen eine unheimlich große Nähe zu diesem Verein haben, wirst du immer Probleme haben. Aber wir sollten nie vergessen, was wir alles schon erlebt haben. Wir haben ja nicht nur die Phase erlebt, sondern wir alten Unioner haben Anfang der 90er Jahre eine Wahnsinnszeit erlebt mit Lizenzentzügen, mit Aufstiegen, die da nichts wohnen. Und wir haben zu DDR-Zeiten kuriose Sachen erlebt. Also bei allen Dingen, die wir heute beurteilen, sollte man sie nicht nur in dem heutigen Zeitfenster beurteilen, sondern insgesamt den Verein betrachten und die Menschen, die
gekommen sind, die gegangen sind, ja, gibt dir recht. Also, dass unsere zweite Männermannschaft heute eine Klasse höher spielt als unsere erste Mannschaft vor 9 Jahren, drückt eine Menge aus. Auch sonst hat sich viel verändert. Du hast es, ich glaube, in einem Kicker-Interview, das gerade erschienen ist, auch gesagt, du und ungefähr ein paar hundert andere haben hier Anfang der 90er Jahre Spiele erlebt. Ich erinnere mich selber an ein 5:5 gegen Chemie Guben, wo man mit Mühe überhaupt mal eine vierstellige Zuschauerzahl hatte. Inzwischen haben wir eigentlich regelmäßig eine fünfstellige. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch zwischen uns, und zwar nach oder kurz vor Fertigstellung der Bauphase 1 hier, als es also darum ging, aus dem Jahn-Sportpark zurückzukommen. Und du hast gesagt, was machen wir eigentlich, wenn wir zurückkommen an die modernisierte alte Försterei und es kommen auch nur 8.000, 9.000, vielleicht 10.000 Zuschauer. Wie schätzt du es ein, die Entwicklung, gerade in dem Bereich? Na, erstmal, Zuschauerzahlen sind ein Mosaikstein von der Entwicklung eines Vereins. Ich bin recht stolz darauf, dass es uns gelungen ist, immer mehr Menschen für das zu begeistern, was wir tun, ohne uns so stark dabei verändert zu haben, sondern wir machen immer das, was wir glauben, in unserem Wertegerüst auch passt. Und die Menschen, die kommen, die sollen uns nicht verändern, sondern die kommen ja hoffentlich, weil sie das gut finden, was wir tun. Und so wie wir Fußballspiele organisieren, so wie wir uns auch in der gesellschaftlichen Verantwortung stellen oder der gesellschaftlichen Verantwortung stellen, indem wir auch unsere Meinung äußern zu Themen, die nicht unmittelbar mit etwas mit Aufstellung oder mit Ergebnissen zu tun haben. Das ist ganz wichtig, dass jeder, der hierher kommt, weiß, wie wir sind, für was wir stehen. Und deshalb freut mich umso mehr, dass wir, wie gesagt, heute 20.000 sind im Schnitt, 20.000 Zuschauer haben und die Menschen Spaß daran haben, so wie wir Fußball leben. Das ist also wichtig. Nicht Zuschauer um jeden Preis, sondern Zuschauer bitte in einem bestimmten Wertegerüst. Wie gesagt, das ist nur ein Mosaikstein-Zuschauer, aber es drückt natürlich eine Menge aus. Und wir haben heute eine Auslastung von 97%. Hätte ich niemals geglaubt, vor 3-4 Jahren, als wir das Stadion angefangen haben zu modernisieren. Ja, macht Spaß. Es macht natürlich in einem vollen Stadion mehr Spaß als damals vor 1.000 Menschen. Aber was ich auch total gut finde, ist, die 1.000, die damals da waren, davon sind geführt noch 990 da. Und darauf kommt es an, dass wir also bei jedem Entwicklungsschritt so viel wie möglich Menschen mitnehmen. Was man vielleicht aktuell mal sehr deutlich vor Augen geführt bekommt, ist, dass wenn eine Gruppe immer größer wird, dann wird sie auch vielfältiger. Das heißt, vermutlich ist es leichter, mit weniger Menschen sich sehr einig zu sein über ganz viele Fragen. Je mehr Menschen man versammelt, desto mehr ja, gibt es auch Widersprüche, gibt es auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wir erleben es ja gerade anhand der, vielleicht am Beispiel der Diskussion ums WM-Wohnzimmer. Wie beurteilst du diese Meinungsvielfalt, vielleicht auch die Kontroverse, die daraus mal entstehen kann, jetzt aktuell auch entstanden ist? Ja, erstmal muss man ja feststellen, dass das WM-Wohnzimmer doch stärker als bisher unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Vorstellungen über das Unionsein hat aufpoppen lassen, stärker als bisher. Ja, die gab es schon immer. Ja, dieser bunte Strauß an Menschen und an Meinungen, den wir bei Union haben, den begrüße ich auch total. Das hat Union auch immer ausgemacht, dass wir sehr unterschiedlich, war zu DDR-Zeiten schon so, das war in den 90er Jahren so, als wir 1.000 waren, da waren schon unterschiedliche da und ist heute genauso. Deshalb glaube ich, muss man sein Handeln gar nicht groß verändern. Ja, man muss natürlich ist die Vielfalt von Meinungen möglicherweise größer, wenn du 20.000 Menschen im Stadion hast. Aber dessen muss man sich bewusst sein, wenn man einem Verein vorsteht, der auch mal polarisiert, der sich bestimmt für Werte bekennt, der also auch Kante zeigt.
dann muss er auch damit leben, dass es mal Widerstände gegen Kanten gibt. Also manchmal von außen, manchmal von Teilen der eigenen Szene. Das betrachte ich nicht als schlimm, sondern das betrachte ich eher als befruchtend, weil je mehr Diskussionen es um einige über bestimmte Wege gibt, über bestimmte Entscheidungen gibt, desto, glaube ich, richtiger sind sie am Ende auch. Ja? Also wenn man, wenn man dann doch mehr abwägt und auch mehr unterschiedliche Meinungen zulässt zu seiner eigenen Entscheidungsfindung. Ich finde das nicht schlimm. Voraussetzung ist natürlich, dass man seine Meinung vorträgt, dass sie diskussionsfähig sind. Also da haben wir Gutes und Schlechtes erlebt in den letzten 4 Wochen. Anscheinend ist, dass die Differenz zwischen Meinungen nicht so groß wird, dass man immer eigentlich das Ziel hat, dass am Ende meiner Meinungsäußerung möchte ich etwas befruchten. Ich möchte nichts trennen, sondern ich möchte etwas zusammenführen. Und das haben wir vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren die letzten 14 Tage, aber ich persönlich bin mit allen im Gespräch, ob es die Jungs von der Weitseite sind, ob es die alten Säcke von der Gegengrade sind. Das ist, das habe ich die ganzen 10 Jahre gemacht, dass ich mich immer mit allen unterhalte, von allen Meinungen einhole. Und am Ende müssen wir im Präsidium entscheiden. Und wie gesagt, einfach war es noch nie. Vielleicht müssen wir auch alle lernen, bei so einer großen Gruppe auch mehr Widersprüche auszuhalten. Es kann sein, dass wir so ein bisschen daran gewöhnt waren, dass wir doch in der ganzen großen Gruppe der Unioner in sehr vielen Punkten große Einigkeit haben. Kann es sein, dass wir an Punkte geraten, wo wir einen Widerspruch auch nicht lösen, wo man vielleicht einfach sagen muss, das muss ich jetzt mal akzeptieren und an einer anderen Stelle sind wir uns wieder einig? Ich glaube, dass wir Unioner immer noch in allen wichtigen Punkten eine große, große Einheit sind, weil unsere Grundwerte, darüber sind wir uns alle einig, da sind sich auch, glaube ich, 95% der 20.000 Zuschauer einig. Eine Fußballveranstaltung im Stadion durchzuführen, die nichts mit Union zu tun hat, ist eine Erfahrung, die wir auch überdenken werden, weil sich plötzlich Dinge vermischen, die wir bisher nicht zugelassen haben, dass sie sich vermischen. Daraus werden wir lernen und werden vielleicht das eine oder andere auch nicht mehr tun. Das ist nicht schlimm. Nochmal, für mich ist entscheidend, dass wenn solche Dinge entstehen, dass sie vernünftig miteinander ausgefochten werden. Mehr wären es, glaube ich, gar nicht. Denn nur diese Diskussionskultur, die wir uns vielleicht haben wir die ein bisschen verlernt die letzten Jahre, eine vernünftige Diskussionskultur, weil es ging immer aufwärts, aufwärts, aufwärts und da waren wir uns immer einig. Und jetzt sind wir angekommen an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie sieht der nächste Schritt aus. Und da müssen wir wieder eine vernünftige Diskussionskultur an den Tag legen. Das werde ich mir persönlich auch vornehmen, dort noch breiter die Diskussion zu führen. Aber Angst davor habe ich nicht, sondern eher ist es befruchtend. Also für mich auf alle Fälle. Du hast den Blick in die Zukunft angesprochen. Und auch da ist es noch gar nicht lange her, dass es eine doch intensive Diskussion in Foren beispielsweise gab, weil ein Stichwort gefallen ist in einem Interview für die Berliner Morgenpost. Das Stichwort hieß Ausgliederung der Profiabteilung. Es war im Grunde ein, so habe ich es gelesen, eigentlich ein Gedankenspiel, ja? Ein Öffnen in was ist möglich, was wird getan und wo geht es für Union hin? Wo geht es denn für Union hin? Naja, erstmal halte ich es total für wichtig, dass alle akzeptieren, dass wir nicht in einem luftleeren Raum leben, sondern dass sich um uns herum die Dinge weiterentwickeln in unterschiedlichsten Art und Weisen. Jeder Verein, der im Profifußball in Deutschland ist oder hin möchte, sucht seinen Weg. Und da gibt es unterschiedlichste Modelle, da gibt es am Ende immer Modelle, die, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, die am Ende auch die Frage beantworten, wie finanziere ich mich in Zukunft im deutschen Fußball. Es fließt immer mehr Kapital in den Sport. Der Sport kriegt insgesamt eine größere gesellschaftliche Bedeutung. Die Medien fokussieren sich immer mehr auf den Fußball.
sodass wir uns fragen müssen, welchen Platz wollen wir dort einnehmen in dieser Gemengelage und wie wollen wir uns in Zukunft finanzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wettbewerbsfähig bleiben heißt für mich ja nicht, morgen in die erste Liga aufstellen zu müssen, sondern wettbewerbsfähig heißt für mich, sich tatsächlich stetig weiterzuentwickeln, den Erwartungen unserer Mitglieder, den Erwartungen unserer Aktionäre, den Erwartungen der Menschen, die zu uns im Stadion kommen, auch nachkommen zu können. Und ich glaube, jeder hat viel Spaß daran, innerhalb der ersten oder zweiten Bundesliga Fußball zu spielen, jetzt sind wir in der zweiten Liga, das wollen wir uns erhalten, das ist schwer genug, dort den Wettbewerb zu erhalten. Also müssen wir uns Gedanken machen, welcher Weg ist unserer? Und da möchte ich nicht, dass wir von vornherein bestimmte Dinge ausschließen, über die wir nachdenken. Und da ist diese Ausgliederung einer Kapitalgesellschaft, die ja für viele so ein rotes Tuch ist, wo ich für Verständnis habe, weil viel Unwissenheit dabei verbunden ist, weil die Ausgliederung von Kapitalgesellschaften im Profifußball bisher immer mit dem Verlust von Mitbestimmungsrechten passiert ist, möchte ich trotzdem dazu auffordern, darüber nachzudenken, weil irgendwie müssen wir einen Weg finden. Der Weg kann auch heißen, wir lassen alles so, wie es ist, in der heutigen Struktur, innerhalb des EVs. Aber ich möchte ihn bitte offen diskutieren. Ich möchte ihn wirklich sachlich untersuchen, Vor- und Nachteile abwägen. Und am Ende wird sowieso die Mitgliederversammlung darüber entscheiden. Niemand anders als die Mitglieder des Vereins werden entscheiden, wie dieser Weg aussehen wird. Aber ich möchte, dass wir offenen Herzens und offenen Auges diese Diskussion führen. Und das war eigentlich auch ein Anstoß in dem Interview. Und ich glaube auch, dass diese Diskussion möglich sein wird. Ich weiß, dass es Aktivitäten gibt in der Fanszene, Fanclubs besser zu vernetzen. Und das begrüße ich auch, weil je breiter die Basis ist, mit der wir diskutieren können, desto sicherer sind wir in unseren Entscheidungen. Was wir hier gerade während des Interviews noch mal sehr schön vor Augen geführt bekommen haben, wir haben viele Baugeräusche, glaube ich, im Hintergrund, Fahrzeuge, die sich hier bewegen auf dem Gelände. Auch das war ja mal eine Vision und hat sich, glaube ich, in für die allermeisten sehr schöne Wirklichkeit verwandelt. Kaum jemand wird ernsthaft bestreiten, dass das Stadion richtig toll geworden ist. Auch da gab es Gedankenspiele in letzter Zeit. Wie geht's weiter mit unserem Stadion? Na, erstmal glaube ich, dass uns was ganz Besonderes gelungen ist mit der alten Försterei. Also wie sie aussieht, wie sie modernisiert wurde, wie die neue Haupttribüne aussieht, mit wie viel Liebe zum Detail die Menschen, die daran beteiligt waren, sie tatsächlich gebaut haben. Da kriegen wir von allen bestätigt, von Menschen, die schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren Unioner sind, aber auch von Menschen, die zum allerersten Mal hierher kommen. Das macht uns erstmal ein bisschen stolz. Dazu kommt noch die Konstruktion der gesamten Finanzierung, der gesamten Teilhabe, dass dieses Stadion eben nicht durch öffentlich gefördert wurde, dass es nicht dem Land gehört oder der öffentlichen Hand gehört, sondern dass es den Menschen gehört, die hier ins Stadion gehen, dem Verein gehört. Das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung für das Wohlfühlverhalten in diesem Stadion, für mich zumindest. Ich sagte es vorhin schon mal, wir haben 97% Auslastung, 95% Auslastung. Das verpflichtet mich als Präsident, darüber nachzudenken, was tun wir. Aber auch dieses Nachdenken wird ja passieren in dem Rahmen wie in den letzten Jahren auch. Wir werden uns Gedanken machen, dann werden wir diese Gedanken den Fans und Mitgliedern vorstellen, werden sie diskutieren und dann werden wir am Ende eine gemeinsame Entscheidung treffen. Da werden wir nicht von abweichen, weil am Ende bauen wir das ja für uns. Und wir haben in den letzten Jahren 10.000 neue Unioner begrüßen können, die heute dauerhaft zu uns kommen. Viele, viele Unioner, die wir wieder neu aktiviert haben. Also die vor 20, 30 Jahren hier waren und sagen, oh geil, jetzt sind sie wiedergekommen. Und wir haben noch mehr, die wir aktivieren können. Also waren zu Ostzeiten auch schon mal 25, haben auch schön Englisch dann damals als Standard Lüttich und bei Oerding hier gespielt hat. Intertoto Cup, glaube ich, hieß das. Ne? Mhm. Also es gibt unheimlich viele und deshalb habe ich vor neuen Unionern schon gar keine Angst. Ja, wir sollten immer selbstbewusst, selbstbestimmt
tolerant Menschen hier willkommen heißen und nicht Angst haben vor Veränderung, sondern solange wir das Maß der Veränderung selbst bestimmen, ist bei mir jeder herzlich willkommen. Und ich weiß, dass der ein oder andere mental an seine Grenzen stößt. Das erlebe ich schon beim Weihnachtssingen. Ja, wir sind eben 12.000 Mitglieder, wir sind 20.000 Zuschauer. Und wenn nur jedes Mitglied mal seinen Ehepartner mitbringt, sind wir schon 24.000. Und wenn dann noch die Oma mitkommen will, sind wir schon 36. Dann passt es schon nicht mehr. Und dieses Weihnachtsding ist ein Familienfest geworden. Aber Familienfest der Unioner, also nicht der Familie, die zu jedem Heimspiel da ist, sondern die Familie der Familie ist das im Grunde genommen. Und ich möchte da niemanden ausschließen. Und das ist so ähnlich beim Public Viewing. Ja? Der Kern sind alles Unioner und die bringen eben diesmal auch mal ihren Nachbarn mit oder ihren Kollegen. Und vor denen habe ich doch keine Angst. Also die sollen doch mal hierher kommen und gucken, was wir für geile Hunde sind. Und dann sollen sie mal zusehen, dass du eine Karte bekommst im nächsten Heimspiel. Das wird nämlich relativ schwer. Also nein, wir sollten uns nicht einigeln, wir sollten uns nicht verschließen, sondern wir sollten, und das meine ich eben, wenn wir vergessen, wo wir herkommen und heute plötzlich draußen an unserem Stadion ein Schild hinhängen wollen und schreiben rein, geschlossene Gesellschaft, dann wird es unheimlich schnell wieder zurückgehen und dann werden wir nicht mehr befruchtet auch von neuen Ideen und. Also das wäre ein total gefährlicher Weg und den wird es mit mir nicht gehen, sondern eines der wesentlichen Werte unseres Vereins war immer Toleranz, war immer, jeder kann hierher kommen, kann sein, wie er will, aber am Ende wird die Mannschaft unterstützt, diese 90 Minuten sind uns heilig. Und diese Werte sind für mich immer noch an allererster Stelle, aber deshalb werde ich keinen ausschließen. Eine Sache zum Abschluss. Wann immer man mit den alten Kempen spricht von früher, Jimmy Hoge ist oft hier, Rolli Weber kommt ab und zu, Bulle Sigusch, Arte Wruck ist ganz, ganz oft hier. Die sagen einem manchmal, Jimmy beim Bierchen im Innenraum, ey, wir haben erste Liga gespielt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Macht man ein bisschen hin. Erleben wir das mit dir als Präsident? Naja, erstmal führe ich die Gespräche mit unseren alten Recken auch und das macht mich glücklich. Das gibt mir sehr oft auch viel, viel Kraft, wenn ich mit den Alten spreche, weil insbesondere in unserer heutigen Wertediskussion, die wir so ein bisschen führen, wenn viele, die in den letzten 10 Jahren zu uns gekommen sind, auch in den letzten 15 Jahren, auch seit 2001, auch die Jungs der Waldseite, die sage ich sehr gerne, setzt euch mit Günther Milis hin, setzt euch mit Wolfgang Fruch, mit Hartmut Felsch und. Die Menschen haben Union gegründet, die sind seit 40, 50 Jahren bei uns. Auch die haben das Recht, ein Tick weit Werte zu vermitteln oder insbesondere sie. Wir haben einen Ehrenrat, die aus diesen alten Recken bestehen. Ich weiß, dass die ungeduldig sind, aber ich weiß auch, wie sie tatsächlich im Herzen sind. Also sie fühlen sich wohl, sie sind stolz darauf, was aus ihrem Verein geworden ist. Und ich glaube, die Alten sind da nicht anders als wir. Es wäre ein Glücksfall für uns als erste Union Berlin, wenn es uns mal gelingen sollte, in die erste Liga aufzusteigen. Weil es ja auch heute so ein bisschen um mich persönlich geht. Für mein persönliches Glücklichsein brauche ich sie nicht. Ich weiß aber, dass es im Sport, in dem Wettbewerb, den wir uns stellen, immer das Streben danach geben muss, sich sportlich zu verbessern. Und die Sportler, die wir haben, ob Tusche heute an der Spitze ist oder die Jungen, die wir aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum heute in die erste Männermannschaft integrieren, die wollen mal erste Liga spielen. Die sind deshalb beim 1. FC Union Berlin und die haben sich deshalb für den Job entschieden, Profifußballer zu werden, weil sie das Ziel haben, erste Liga zu spielen. Und der Glücksfall für heute in Erol oder für einen Chrissy Quiring oder für einen Jopik wäre, mit dem 1. FC Union Berlin erste Liga zu spielen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir werden nie ein starkes Nachwuchsleistungszentrum haben. Wir werden nie attraktiven Fußball spielen können, wenn wir als Verein diese Ziele nicht hätten, sondern für die heute hier spielen, wäre es der Glücksfall, mit unserem Verein da oben zu spielen. Alle wissen aber auch, dass es kein Muss ist und deshalb bin ich da entspannt. Wir arbeiten daran, uns zu verbessern und irgendwann werden wir uns in den Armen liegen auf dem Rasen und werden die feiern. Hoffen wir das. Liga. Genau. Würden wir uns, glaube ich, alle darüber freuen. Dirk, vielen Dank für die ersten 10 Jahre.
Okay, gerne.